Willkommen im Lusail Stadium, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht am heutigen Tage das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Die Stimmung im Stadion könnte kaum besser sein. WM-Gruppenspiel, es wird spannend, es wird sehr interessant. Das ist ein Duell, das einiges verspricht. Jetzt läuft's, dieses erste WM-Gruppenspiel. Klich. Piotr Zielinski. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Klich. Zielinski. Polen kommt. Er versucht's. Tor, da ist es. Das ist die frühe Führung in dieser Partie. So, Polen liegt vorne, es geht weiter. Farai. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Jetzt kann er es machen. Da passt der Klasse auf. Ja, kurz ausgeführt. Das macht er sehr gut. Nun Krychowiak. Piotr Zielinski. Die Riesenchance. Gut gehalten, macht sich lang. Farai. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Farai. Ja, da gibt's gute Anspielstationen. Weiter jetzt mit dem Ball. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Klich. Am Ball jetzt Krychowiak. Jetzt Lewandowski. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Da ist die Chance. Gute Chance. Er bringt den Ball im Tor unter. Die neue Führung damit zwei Tore. Es läuft. Null steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Salem Aldosari. Farai. Gibt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Pausenpfiff, das war's mit der ersten Spielhälfte hier im Lusail Stadium. Kein guter Auftritt von ihm bisher, muss man so sagen. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus.
WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Machen Sie gut, geduldiger Spielaufbau. Jetzt die Chance! Sein Timing ist schon klasse. Nun Krychowiak. Jetzt in der Anspielstation. Piotr Zielinski. Lewandowski mit der Chance. Parade ist gut, Parade ist richtig gut, aber dann schläft die Abwehr. Das müssen sie besser machen. Den Nachschuss darfst du so gar nicht erst zulassen. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Salem Aldosari. War kein guter Pass. Guter Vorstoß da jetzt. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Lewandowski. Krychowiak. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Klich. Bereszynski. Zielinski. Na, ist ein gefährlicher Steilpass. Krychowiak jetzt. Und das nächste Tor, das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Sie machen das Tor, aber ich glaube, das kommt zu spät. Ah, ich glaube auch, wenn das Ding ein paar Minuten früher kommt, dann vielleicht, aber jetzt wird's zu eng. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Jan Bednarik. Klich. Ja, das könnte was werden jetzt. Jetzt Robert Lewandowski. Lewandowski! Die Chance jetzt. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Ecke wird kurz ausgeführt. Jetzt schießt er. Gut, wie er den Ball abblockt. So, damit ist diese Partie beendet. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste verlieren also diese Begegnung. Ein Spiel zum Abhaken. Eine klare Niederlage. Sie gehen richtig unter. Das müssen wir so hart sagen. Ein deprimierendes Spiel. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.